Die Kurden sind die größte einheimische Bevölkerung im Nahen Osten, ohne eine souveräne Staatlichkeit. Um zu sehen, wie sie jetzt diese einzigartige geopolitische Position umsetzen, werfen wir einen Blick auf ihre Vergangenheit als zentrale Akteure in Mesopotamien und Anatolien. Während der arabischen Eroberung des modernen Nahen Ostens im 7. Jahrhundert wurden die Kurden zwischen dem iranischen Sassanidenreich und dem oströmischen oder byzantinischen Reich aufgeteilt. 2 Jahrhunderte nach der Ausrottung des Sassanidenreichs entstanden während der Herrschaft des abbasidischen Kalifats 5 kurdische Staaten. Diese Staaten genossen Autonomie bei der Verwaltung ihrer Angelegenheiten und spielten in dieser Zeit eine wichtige politische Rolle in Kurdistan. Aber die meisten von ihnen wurden im 11. Jahrhundert gestürzt, als die Seldschuken in die muslimische Welt einfielen. Im 13. und 14. Jahrhundert fielen tatarische Mongolen in Kurdistan ein und die meisten kurdischen Gebiete wurden von Timur Lenk zerstört, der viele kurdische Fürstentümer seiner Herrschaft unterwarf. Nach der mongolischen Invasion entstanden 2 turkmenische Staaten, Karakuyunlu und Akkuyunlu, das Schwarze Schaf und das Weiße Schaf. Später fiel Kurdistan unter die Herrschaft des persischen Safavidenreiches. Der osmanische Sultan Suleiman beschloss zu reagieren und eine große Armee in die Region zu schicken, die sich kurdischen Streitkräften anschlossen. Damit begann 1514 die Schlacht von Chaldiran, die mit einem klaren Sieg der Osmanen endete, die daraufhin einen Bündnisvertrag zwischen dem osmanischen Sultan und den kurdischen Fürsten vorschlugen. Nach dem Krieg und dem Bündnis standen die meisten kurdischen Gebiete unter dem Einfluss des Osmanischen Reiches und ein kleiner Teil davon unter persischem Einfluss. Obwohl die kurdischen Fürsten die Herrschaft des osmanischen Sultans offiziell anerkennen mussten, behielten die Kurden ihre Fürstentümer und blieben in ihrer Politik unabhängig. Sie wurden jedoch beauftragt, eine schwierige Grenze zu bewachen und im Falle eines persisch-osmanischen Konflikts an der Seite der Osmanen zu kämpfen. Im frühen 16. Jahrhundert wurde Kurdistan laut dem kurdischen Historiker und Prinzen Sharafrand Badlisi in 48 kurdische Fürstentümer aufgeteilt. In seinem berühmten Buch Sharafnama bezieht er sich auf die größten kurdischen Fürstentümer Ardalan, Hakkari, Ahmediya, Cezire und Hasan Keyf, die im Namen ihres Prinzen Freitagsgebete verrichten und ihr eigenes Geld prägen. Das wichtigste Merkmal vieler dieser Fürstentümer war ihre Entwicklung und Kultur, wie der türkische Reisende Efliya Çabali in seinem Reisebuch Seyahatname während seiner Reise in dieses Land im Jahr 1655 erwähnte. Im Laufe der Jahrhunderte schwanken die Machtverhältnisse zwischen diesen verschiedenen Fürstentümern. Interne Konflikte zwischen Fürstenfamilien hatte zur Folge, dass alle geschwächt wurden. Dennoch spielten auch äußere Einflüsse eine Rolle. Kurdistan wurde zum Schauplatz von Konflikten zwischen den Kolonialmächten Europas. Gleichzeitig verfolgte ein immer mächtiger werdendes Russland eine Expansionspolitik. Dieser Expansionismus wirkte sich stark auf die eigenen Grenzen und den Einfluss der Regierung des Osmanischen Reiches aus. Als die Russen begannen, in die kurdischen Gebiete einzudringen, veranlasste das britische Imperium, seine Interessen in der Region zu verteidigen. Sie befürchteten, dass die Beschlagnahme kurdischer Gebiete durch die Russen sich schließlich ausbreiten und sie von ihren strategischen indischen Handelsrouten abschneiden würde. Im 19. Jahrhundert hatte die Stärke des Osmanischen Reiches erheblich nachgelassen. Das türkische Reich führte eine Politik der Zentralisierung durch, um mit seinem Niedergang fertig zu werden. Die Engländer, die es vorzogen, mit einem einzigen Unterhändler zu verhandeln, anstatt mit einer Vielzahl von Staaten und Fürsten, unterstützten das Osmanische Reich bei seinen Zentralisierungsbemühungen. Im Interesse der Machtzusammenführung war das Hauptziel die Auflösung der kurdischen Fürstentümer. Die kurdischen Fürsten wurden sich dann der Gefahr bewusst, die diese Zentralisierungspolitik für ihre Staaten und ihre Macht darstellte. So führten sie 3 große Bewegungen gegen das Osmanische Reich und mit dem Ziel der Expansion und Autonomie an.
Die erste Bewegung wurde von Prinz Abdulrahman Pascha Babani angeführt. Aufgrund von Differenzen innerhalb der königlichen Familie und der Einmischung des türkischen und iranischen Staates in seine Angelegenheiten wurde er mehrmals aus dem Amt entfernt, schaffte es aber immer wieder, seinen Thron zurückzuerobern. Er starb 1813 und das Fürstentum verschwand etwa 4 Jahrzehnte später. Die zweite Bewegung wurde von Prinz Muhammad Pascha von Soran angeführt. Er begann mit der Herstellung von Waffen, insbesondere Artillerie, und prägte Münzen in seinem Namen. Nachdem er seine Heimatfront vereint hatte, führte er einen Krieg gegen das Osmanische Reich und schaffte es, den größten Teil des Territoriums des Fürstentums Badinan und Bhutan zu annektieren. Das Osmanische Reich startete einen großen Feldzug gegen den Prinzen und besiegte ihn schließlich 1836. Die dritte und letzte Bewegung wurde von Prinz Bedirhan Beg von Botan angeführt. Nachdem es ihm gelang, die meisten kurdischen Fürstentümer Nordkurdistans in einem Bündnis mit dem Ziel der weiteren Expansion und Unabhängigkeit zu vereinen, startete das Osmanische Reich 1847 einen großen Feldzug gegen ihn. Die osmanischen Streitkräfte wurden von den westlichen Ländern unterstützt. Der Neffe des Prinzen begehrte seinen Thron und zwang schließlich Bedirhan Beg, dessen Streitkräfte zahlenmäßig unterlegen waren, im Juli 1847 zu kapitulieren. Er wurde nach Kreta verbannt und ließ sich dann bis zu seinem Tod in Damaskus nieder. Dies markierte das Ende der Ära der kurdischen Fürstentümer und Kurdistan war direkt der Herrschaft des Osmanischen Reiches unterworfen.